Hallo, mein lieber Krebs, herzlich willkommen jetzt zu deiner Legung für den August 2024. Oder wann immer du diese Legung schaust und sie dich anspricht aufgrund der Überschrift, dann schau rein, kann eine Information für dich dabei sein, die vielleicht gerade wichtig ist. Ich habe dir wieder ein großes Lenormand-Kartenbild ausgelegt mit den Karten von der Angelina Schulze, die mystischen Lenormand-Karten. Und wir schauen uns jetzt das Ganze an. Du bekommst jetzt eine Kurzzusammenfassung und dann gehe ich in die ausführliche Deutung dieses Kartenbildes. Wenn du weitere Infos haben willst für eine persönliche Legung, schau gerne unten in die Infobox. Da findest du alles, was du brauchst. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Im August, mein lieber Krebs, geht es bei dir darum, dass Nachrichten reinkommen, die freundlich sind, Angebote, Einladungen. Vielleicht verzögert sich das eine. Und die ein oder andere Chance wird hier dann auch eine wichtige Entscheidung mit sich bringen, damit sich ein Wandel in der Zukunft einstellt. Ich sehe hier allerdings auch, dass du ein bisschen mit der Zukunft haderst, sage ich mal. Und deswegen sind hier die Mäuse wahrscheinlich dargestellt. Das heißt, du überlegst noch, du prüfst noch, wie du dich entscheidest, wie du auf gewisse Angebote und Chancen reagierst. Hallo, mein lieber Krebs, jetzt starten wir mit der unterliegenden Energie, die sich hier unten drunter versteckt. Bedenke bitte, dass es eine allgemeine Legung ist, die nicht auf jeden von euch zutreffen kann. Das ist mal das Allerwichtigste. Nimm mit, was passt, ansonsten lass es weiterziehen. Schau dir gerne ein anderes Video an, zum Beispiel dein Aszendent, Mond- oder Venuszeichen und schau mal, ob da was dabei ist für dich. Es kann leider nicht immer auf alle zutreffen. Und manchmal macht es auch Sinn, Mitte des Monats reinzuschauen, weil sich gewisse Dinge ja auch erst noch ereignen könnten. Wir schauen uns die unterliegende Energie an und, oh, da kommt die Sense. Die Sense ist eine Karte, die spricht von Ernte, die spricht auch davon hauptsächlich, dass etwas plötzlich kommt. Ich habe den Eindruck, dass es die Möglichkeit gibt, dass du die Ernte einfährst oder auf dem Weg dazu bist, eine Ernte einzufahren. Also irgendetwas, wo du dich eingesetzt hast, wo du Arbeit reingesteckt hast oder auch immer noch reinsteckst. Und das muss nicht mit dem Beruf zu tun haben, sondern man kann ja an vielen Dingen arbeiten. Da kommt jetzt etwas zur Ernte. Die Sense ist allerdings auch eine, wenn ich die negative Bedeutung mit reinnehmen möchte, etwas, was plötzlich geht. An einer Person ist es immer nicht so günstig und hier liegt es gegenüber im Haus der Sense. Es kann sein, dass du es mit gewissen Aggressivitäten zu tun hast. Oder mit einer Gefahr. Das ist leider die Sense auch, denn an der Sense kann man sich ja schneiden. Jedoch ist die Sense hauptsächlich, wie gesagt, das Thema, dass plötzlich etwas kommt. Und nachdem, mein lieber Krebs, die Sonne hier liegt an allererster Stelle, ist interessant, dass ich mich verspreche, denn die Sonne liegt hier bei den Entscheidungen. Die Blume liegt dann an
allererster Stelle. Und die Blume ist eine sehr positive Karte. Es geht mit der Blume um Einladungen, Geschenke, etwas, was fröhlich macht oder die Fröhlichkeit bringt. Habe ich den Eindruck, dass es wirklich um etwas Positives ist, also eher etwas Plötzliches, vielleicht etwas Unerwartetes, aber im positiven Sinn. Ja, dass Einladungen plötzlich kommen, von denen du bis dato noch gar nichts weißt, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast, mein lieber Krebs. Und ich habe hier auch die Engelsflügel gleich nebendran liegen. Die Engelsflügel, wisst ihr ja, stehen dafür als Synonym, dass etwas wertvoll ist, etwas beschützt ist in Kürze. Und da kann es das Thema sein, sowohl als auch, also dass du jemanden beschützt oder dass du beschützt wirst. Dein Gegenüber hier liegt in der männlichen Hauptperson dargestellt, du bist in der weiblichen Hauptperson hier dargestellt und dein Gegenüber hat das hier in Gedanken. Es kann auch sein, dass hier eine gewisse Hilfe und Unterstützung angefordert wird und diese Hilfe und Unterstützung mit den Mäusen kann das etwas sein, was in den Verlust geht. Oder ich habe hier zwei gute Nachrichten sozusagen über eine Veränderung. Es kann auch sein, dass eine Nachricht oder eine positive Nachricht hier, eine Einladung, ein Geschenk sich verzögert, weil hier noch gewisse Entscheidungen zu treffen sind. De facto, mein lieber Krebs, habe ich hier wichtige Entscheidungen liegen. Und um das gleich vorwegzunehmen, weil ich weiß, die Mäuse, wenn ich immer erkläre, da geht was in den Verlust, das hört sich dann immer erstmal negativ an. Hier ist eine wichtige Entscheidung zu treffen, vielleicht auch zwei. Gut möglich, dass es hier um einen Umzug auch geht. Moment, ich habe hier, also auf jeden Fall ist eine Veränderung zu sehen. Das muss kein Umzug sein. Das kann auch etwas mit einer Ausbildung, Weiterbildung zu tun haben. Ein Studium könnte das ebenfalls sein. Oder mit dem Buch kann es hier auch sein, dass Veränderungen da sind. Und ich glaube, ich habe es am Anfang schon erwähnt, von denen du jetzt aktuell noch überhaupt keinen blassen Dunst hast, lieber Krebs. Und diese Entscheidungen, die hier liegen, sind schicksalshaft, definitiv mit dem Kreuz, liegt aber in der Sonne und die Sterne spiegeln sich drauf. Das heißt, dass diese Entscheidungen auf jeden Fall positiv ausfallen. Und auch der Erfolg ist hier quasi, ich möchte tatsächlich schon fast sagen, garantiert, mein lieber Krebs. Wir schauen uns jetzt mal an, um wen es hier geht. Natürlich geht es um dich, ja. Ich habe dich hier mit den Vögeln liegen. Also die Vögel ist immer so eine gewisse Unruhe, ein gewisser Stress. Wegen Unklarheiten, wegen Schwierigkeiten. Das liegt auch im entgegengesetzten Haus, die Vögel, und liegt im Haus der Wolken, die Wolken im Haus der Vögel und du obendrauf. Also es kann hier wirklich sein, dass du einfach aufgrund von Unklarheiten, vermutlich wegen der Zukunft, einfach ein bisschen unruhig bist. So würde ich das mal sagen. Das Schöne ist wieder, mein lieber Krebs, ich kann es nur so sagen, die Sonne liegt da dran und die Sterne liegen hier dran. Das heißt, diese Unklarheiten, die werden sich in spätestens Ende des Monats geklärt haben. Ja? Und eingerahmt sehe ich hier den beruflichen Neuanfang, der sich hier klärt. Ein beruflicher Neuanfang kann vieles sein. Entweder
Gehst du in deine Berufung oder wenn du nicht also beruflich tätig bist, kann das hier auch eine Tätigkeit sein, die dir am Herzen liegt. Also irgendetwas, ein Hobby könnte das sein. Das könnte, wie gesagt, eine Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung sein. Vielleicht hast du Lust, ein Seminar zu machen oder dich hier in einer spirituellen Arbeit fort- oder weiterzubilden. Das kann ebenfalls möglich sein. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass du hier vieles klären kannst, was mit dem Thema Arbeit und Beruf zu tun hat. Ich sehe hier im Übrigen eine spirituelle Frau neben dir liegen. Vielleicht hat eine spirituelle Frau in deinem Umfeld etwas damit zu tun. Was auch noch möglich sein kann, und ihr wisst, ich versuche so viele Möglichkeiten, wie es geht, aufzuzeigen, damit ihr euch findet, weil die Karten ja ganz viele Bedeutung haben. Es kann hier auch sein, dass, was ich auf jeden Fall drin liegen habe, ist ein Heilungsaspekt, ja. Und das finde ich immer sehr schön. Ich sehe aber auch, dass Umwege, Komplikationen, die sehr lange bei dir waren und oder auch, je nachdem, ob du Kinder hast, bei einer Tochter oder einem dritten Sohn. Und ich möchte gleich dazu sagen, ich habe jetzt viele Kommentare gehabt, dritter, vierter Sohn, dritter, vierte Tochter. Ja, es gibt Familien, die haben tatsächlich drei Söhne oder vier Töchter. Also ganz so ungewöhnlich ist es nicht. Also hier, wie gesagt, kann es auch um Kinder gehen. Vielleicht hast du ein Kind, was die Ausbildung abgeschlossen hat, eine neue Ausbildung jetzt anfängt. Und da gibt es vielleicht Diskussionen, da gibt es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Streit mit einem Ex-Partner. Das habe ich hier auch liegen. Das ist genauso gut möglich, ja. Diese Arbeit, dieser Neubeginn liegt hier aber wirklich sehr gut. Mit der Sonne dran liegt der sehr gut. Es ist zwar noch nicht, wie sagt man denn da, das Ende der Fahnenstange. Also das Ziel ist noch mit dem Fuchs noch nicht so ganz richtig. Allerdings sind hier die Engelsflügel nebendran und die sagen mir, auch wenn das hier noch nicht ganz richtig ist für eine Tochter, für einen dritten Sohn, dann klären sich trotzdem Umwege und Komplikationen im Leben. Also trotzdem ist hier eine stückweise Verbesserung zu sehen, wenn es denn deine Kinder betrifft. Denn ich habe hier tatsächlich wieder alle Kinder. Also die ganze Legung kann sich auch um deine Kinder handeln, wenn du denn welche hast. Spür das selber rein, was es bei dir ist. Also hier heilt etwas, was schon länger, also länger wie ein Jahr für Komplikationen und Schwierigkeiten gesorgt hat. Das ist das eine. Ich sehe hier allerdings positive Veränderungen auf jeden Fall durch eine Einladung reinkommen, als Chance reinkommen, und das können tatsächlich zwei Einladungen sein, und mit den Mäusen kann dann eine wieder rausgehen. Also vielleicht hast du verschiedene Möglichkeiten. Das können im Übrigen auch zwei Frauen sein. Das hier wäre eine herzliche Frau, die mit einem Angebot kommt, die mit einer Einladung kommt. Oder dir eine Chance bietet, ja, und ich habe die Doppelung nebendran. Also, wie gesagt, es können zwei Dinge sein. Es kann sich hier auch um mit den Blumen eine Veränderung, ein Wandel darstellen, der ausgelöst wird durch eine ältere Frau. Das ist auch möglich, beziehungsweise durch zwei ältere Frauen. Das kann jetzt eine Mutter sein, das könnte eine Tante sein, das kann eine Freundin sein, die älter ist, oder einfach eine
gewisse Lebenserfahrung hat. Auf jeden Fall ist es eine freundliche, herzliche Frau. Und da sind eben diese zwei Möglichkeiten da. Ich habe allerdings genauso umgedreht auch das Thema, dass du vielleicht in deinem Bekanntenkreis mit diesen Frauen zu tun haben könntest. Und hier liegt auf jeden Fall bei einem Wandel, also ein Wandel, der erfreulicherweise stattfindet, was eine Ausbildung oder ein gewisses Wissen sich erwerben angeht. Das liegt hier sehr gut, auch wenn hier wieder der Konflikt angezeigt ist mit etwas Neuem. Den Konflikt, den hast du. Hier geht es um irgendetwas, wo du dein Herz öffnen sollst oder darfst. Und das Ganze hat dann auch wieder mit einem beruflichen Neuanfang zu tun. Der Fuchs liegt hier im Haus des Buches. Das heißt, hier ist ein Geheimnis, hier ist noch etwas nicht spruchreif. Hier geht es noch darum, ich habe den Eindruck, den richtigen Zeitpunkt rauszufinden. Denn der Fuchs steht bei mir immer vor allem für den richtigen Zeitpunkt. Und dieser richtige Zeitpunkt scheint hier tatsächlich für den Wandel eine eminente Rolle zu spielen. Dieser richtige Zeitpunkt kann jetzt damit zu tun haben, dass, also hier habe ich auch die Thematik, dass es eine Verbesserung vorgeschlagen wird durch, also es wäre klug, hier eine Veränderung reinzubringen durch eine Ausbildung zum Beispiel. Oder durch dem das Wissen sich angeeignet wird. Es muss ja nicht immer eine Ausbildung sein, kann ja eine Weiterbildung, eine Schule. Das wäre zum Beispiel eine Schule hier, die klug wäre. Und diese Herzensblockade kann dein Thema sein. Kann aber auch das Thema von Kindern. Und wenn der Berg drinnen liegt, ihr Lieben, muss ich wieder gähnen. Entschuldigung. Dieses Gähnen ist eine energetische Blockadenlösung. Da kann ich nichts dafür. Ich bin nicht müde, ihr Lieben, sondern das kommt einfach. Also irgendwie ist hier eine Herzensblockade zu sehen, was die berufliche Aus-, Weiter-, Fortbildung und den Neuanfang angeht. Und der hat ja entweder mit einem Kind zu tun oder eben einfach dieser Konflikt, wo geht's lang? Wie mache ich den Neuanfang? Die Stabilität und die Sicherheit ist hier auch ein großes Thema, denn das Haus liegt hier im Haus des Berges. Das heißt, wenn es bei dir um dieses Thema der Arbeit, um des Berufes geht, bist du vielleicht in diesem Konflikt, wo es hingeht, um Schwierigkeiten, längerfristige Schwierigkeiten zu vermeiden. Fakt ist, ich habe es ja schon gesagt, hier kommt eine Heilung rein. Also um welche Komplikationen? Hier ist auch der Konflikt mit einer Frau zu sehen oder der Konflikt, der hier mit dem Thema Heilung zu tun hat. Kann auch eine Diskussion sein über eine spirituelle Frau oder über das Thema Spiritualität. Viele Themen, die hier ganz lange bestanden haben, die wirklich lang anhaltend Kummer gemacht haben oder für Konflikte gesorgt haben, werden jetzt losgelassen, mein lieber Krebs. Ich habe fast den Eindruck, dass die Ruten stehen ja auch für das Thema Ordnung machen. Dass der ein oder andere
bei euch im Leben Ordnung macht. Es kann jetzt sein, dass du hier eine Entscheidung triffst für eine Veränderung, die mit einer Firma, einer Behörde zu tun hat, mit einem Rückzug, ja. Eine Firma, der Kummer in einer Firma, der endet, der Kummer wegen einer Behörde, der endet. Hier liegt das Herz drauf, also hier wird auch aus dem Herzen heraus etwas entschieden. Die Herzensentscheidung liegt hier. Und was ich auch das Gefühl habe, dass du hier langfristige Entscheidungen triffst. Ja, der Kummer mit einer Firma, mit einer Behörde, hier kommt wieder das Thema Entscheidungen, Lösungen, Möglichkeiten, die hier auf jeden Fall positiv sind. Ich habe hier das Haus im Haus der Berge. Also hier ist irgendwie was in einer Familie, was eine Hürde ist. Sagen wir es mal so. Und hier ist eine Herzensblockade zu sehen, wegen dem Thema Arbeit, wegen dem Thema Ausland, einem Neuanfang im Ausland oder eben eine neue Ausbildung oder eine neue Arbeit. Denn es könnte auch sein, dass dein Ex-Mann hier eine neue Arbeit beginnt und es gibt mit den Kindern hier große Diskussionen oder wegen den Kindern. Interessanterweise habe ich das Thema Geld nicht drinnen liegen. Ich habe den Fuchs auf dem Geld. Also hier ist Vorsicht walten zu lassen, was das Thema Geld angeht. Da kommen einige Ausgaben. Und das sind auf jeden Fall Diskussionen, ja, wegen dem Thema Geld. Das kann jetzt mit dem Ex-Mann zu tun haben oder mit dem Gegenüber. Ich schaue jetzt mal, was der Gegenüber, der hat hier die Investitionen liegen, der hat hier die Liebe nach außen in eine Öffentlichkeit, die Liebe vielleicht hier. Vielleicht hat er mit Kunden zu tun in einer großen Firma, vielleicht hat er hier mit gewissen Verstrickungen zu tun, die noch im Verborgenen liegen. Also eine gewisse Investition hier, da ist nämlich auch noch ein Geheimnis drauf. Und hier ist die Liebe und irgendwas, was falsch ist in der Liebe. Aber dieses Falsche in der Liebe, da ist noch ein bisschen eine Diskussion. Mit der Lilie habe ich hier eine Affäre liegen, eine sexuelle Beziehung. Und es kann eine sein, es kann aber auch was anderes sein, nur weil ich es jetzt gerade so reinbekomme. Es kann auch gut sein, dass hier eine Investition getroffen wird, die sich später als falsch herausstellt. Sowas habe ich hier liegen. Ich habe aber den Eindruck, dass es hier eben vor allem dieses Gegenüber betrifft, denn der liegt genau daneben dran. Mit der Sense kann es hier übrigens auch um den ersten Sohn oder die dritte Tochter gehen. Die Thema ist im August, weil es ja die unterliegende Karte ist. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich schaue mal, ob die da drüben besser ist. Ja, das seht ihr sie besser. Deutlich besser. Also legen wir sie hier hin. Ich habe den Eindruck wirklich, dass so mit der Sense einiges zum Abschluss kommt, einiges wird wirklich jetzt definitiv beendet. Ich finde es auch super schön, dass die Sonne sich hier, das hier ist die Mitte und die Sonne ist mittendrin. Das heißt, die Sonne liegt hier an dem Kummer dran. Das heißt,
Kummer wird losgelassen. Die Hand ist ein Zeichen dafür, dass 3 bis 5, davon spricht die Hand, Dinge geprüft werden. 3 bis 5 Themen, die Kummer gemacht haben mit einer Firma, einer Behörde, einem Amt. Jetzt eben, ja, ich habe wirklich den Eindruck, in die Auflösung hört sich immer so an, als wenn das von allein geht. Also mit Sicherheit geht es nicht von allein, sondern mit Sicherheit war hier auch harte Arbeit für einen Neuanfang notwendig. Ja, das sehe ich hier auch. Also, aber diese Arbeit, habe ich den Eindruck, zahlt sich jetzt aus. Und das ist diese Ernte, die zu sehen ist. Also harte Arbeit, der Lohn für deine Mühen oder für die Bemühungen der Menschen um dich herum, wie gesagt, Kinder oder ein Gegenüber, da wird jetzt der Lohn für deine Mühen kommen. Und wenn das am Anfang August noch nicht ist, dann schau es dir Ende August nochmal an. Das kann gut sein, dass es bis Ende des Sommers dauert. Also im Sommer habe ich hier wichtige Entscheidungen liegen, definitiv, die beruflicher Natur sind, die mit Sicherheit hier auch mit einer, mit irgendwas in der Öffentlichkeit zu tun hat. Ein Event vielleicht, eine Veranstaltung. Aber wie gesagt, es kann auch um Kunden gehen und dass du hier gewisse Dinge noch fein. Ich habe den Eindruck, du justierst hier noch etwas fein, ja? Vielleicht hat diese Herzensblockade einfach damit zu tun, dass du gewisse Dinge noch nicht traust. Der Hund im Haus der Mäuse sagt mir, dass das Vertrauen so ein bisschen das Thema ist. Hier liegt aber mit den Engelsflügeln und dem Kleeblatt das Glück drauf. Das bedeutet, lieber Krebs, dass du tatsächlich alles prüfen sollst, alles prüfen darfst, welche Ziele dir in der Zukunft gut tun. Du bekommst auf jeden Fall wichtige Informationen, wertvolle Informationen von 1 bis 2 Frauen. Und diese wertvollen Informationen für die Zukunft, die wirst du auch prüfen. Das liegt hier. Und es geht um 3 bis 5 Dinge, die dir Kummer machen, die dich vielleicht in der Stagnation halten, die hier vielleicht, meine Lieben, ich sag's nicht gerne, aber die Kombination ist einfach auch etwas, da kann es tatsächlich um, und ich habe hier den Hund liegen, um den Verlust eines Tieres gehen, ja. Und wenn ihr jetzt die Karten einigermaßen kennt, dann fragt ihr mich, was soll denn am Verlust eines Tieres gut sein, weil hier etwas wertvoll und positiv ist in Kürze. Und es hat mit einem Verlust eines Tieres, eines Freundes oder des Vertrauens zu tun oder das Thema Hilfe und Unterstützung. Und es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ich kann mir zwar jetzt auch nicht vorstellen, was daran positiv ist, jedoch habe ich den Eindruck, und das hier ist für mich immer eine Illusion. Fuchs und Sterne ist für mich immer eine Illusion. Und da scheint ein Wandel reinzukommen, mein lieber Krebs. Ich habe den Eindruck, dass du hier einen enormen Wachstumsprozess ja, beendest, die Ernte einfährst. Also hier hast du eine richtig starke Entwicklung durchgemacht, weil du dir hier keine Illusionen mehr machst, ja? Denn diese Herzensblockade mit der Sonne
sagt mir aber auch, dass überall, wo die Sonne drauf scheint, die Sonne ist die beste, ist und bleibt die beste Karte im ganzen Deck, ja. Und überall, wo die Sonne hinkommt, wird etwas entweder nicht so schlimm wie gedacht, oder eine Blockade, eine Herausforderung wird sich dann stückweise klären. In dem Zusammenhang wird es auf jeden Fall besser werden. Es wird besser werden, was die neue Arbeit hier angeht, auch wenn da noch ein Konflikt ist. Es wird besser werden durch eine Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung. Eine neue berufliche oder schulische Möglichkeit kann hier eine Verbesserung bewirken. Also, und die Sonne liegt hier am Kreuz. Ihr wisst ja, das Kreuz steht auch manchmal für schicksalshafte Belastungen. Aber hier kommen schicksalshafte positive Entscheidungen, also wirklich erfolgreiche Entscheidungen, die hier und die drei Karten liegen hier wirklich ineinander quasi. Und deswegen freue ich mich. Also hier ist wirklich etwas auf dem richtigen Weg, mein lieber Krebs. Auch wenn du dir vielleicht darüber noch nicht so ganz klar bist, die Klarheit kommt, denn auch die Klarheit spiegelt sich zu dir. Ja, vielleicht tatsächlich durch eine spirituelle Frau ist hier gut möglich, dass da Gespräche kommen und da ein Impuls oder ein Wissen reinkommt. Es kann aber auch sein, mein lieber Krebs, dass deine Intuition hier gemeint ist. Denn ich habe hier den Bär und ihr wisst ja, der Bär steht immer für eine einflussreiche Person bei mir. Eine einflussreiche Person, da gibt es Diskussionen. Diese einflussreiche Person ist schicksalshaft. Diese einflussreiche Person, das können mehrere sein. Und diese einflussreiche Person bespricht hier was mit dir, was das Thema Sicherheit angeht oder etwas absichern oder etwas abschließen. Und da bist du vielleicht ein bisschen im Zwiespalt mit einer Zahlung, ja, mit dem Fuchs. Und da gibt es noch ein paar Sachen, die du dir anschauen wirst, anschauen darfst, damit hier ein Kummer, eine Stagnation endet. Ich sehe allerdings, du wirst ein bisschen zögern, aber du darfst hier wirklich das Vertrauen haben, du wirst hier die richtige Entscheidung treffen, mein lieber Krebs, um nachhaltig Dinge abzuschließen und neu anzufangen. Der Neuanfang liegt hier im Haus der Sterne. Also hier wird wirklich bei einem Neuanfang alles gut, auch wenn du dir hier noch unsicher bist für die Zukunft oder noch mit gewissen Unsicherheiten zu tun hast. Diese Unsicherheiten machen dir ebenfalls Kummer, lieber Krebs. Und auch da wirst du weiter dran arbeiten. Schau mal, der Anker ist ja auch das Thema an etwas arbeiten. Also du arbeitest dich hier durch gewisse Prozesse durch. Die sind eine Herausforderung auf Herzebene, auf jeden Fall. Da die Kombination, da ist meistens etwas, was zu tun ist, was uns eine gewisse Anstrengung abverlangt. Das kann jetzt eine Anstrengung sein im Bereich, weil du schwer dran arbeitest, also wirklich viel zu tun hast damit. Oder weil hier halt auch ein gewisser Herzenskonflikt Thema ist. Das sehe ich nämlich hier. Und ich sehe auch, dass es dir in vielen Hinsichten nicht leicht fallen wird, das Ganze hier zu einem Abschluss zu bringen. Nicht, weil du es nicht könntest, sondern weil hier so ein paar Faktoren sind. Das Thema Geld ist ein Faktor, der für einen Zwiespalt sorgt. Und das Thema
Ja, vielleicht auch deine Freundlichkeit. Vielleicht bist du sehr, sehr freundlich. Das kann auch ein Hinderungsgrund sein. Aber die Karten sagen, es wäre wirklich gut, diese Veränderung jetzt anzugehen. Ja, auch wenn du noch nicht weißt, was die Zukunft quasi bringt, ja. Hier ist noch so ein Geheimnis versteckt mit einer Investition in die Liebe. Und diese Investition, ihr wisst ja, Investition kann alles sein. Das muss nicht immer Geld sein, es kann Zeit sein, es kann Geduld sein, es kann die Liebe sein, die Investition in eine Liebe. Da habe ich zweimal Investitionen da liegen. Also eine wertvolle Thematik habe ich hier eben mit diesem Anker, mit dem Thema Arbeit oder an Herzensblockaden arbeiten. Das kann ja auch sein. Und da muss ich wieder die Tochter, also auch eine spirituelle Frau, vielleicht bist du hier wirklich am Aufräumen, am Durch. Arbeiten von, also mit Durcharbeiten, dass du dich durcharbeitest durch gewisse Herausforderungen, die mit dem Thema Liebe zum Beruf oder ein Herzensprojekt angehen bedeutet und dass du dich da wirklich überwinden musst, dass du deinem Herz so ein bisschen einen Schubs geben musst, voranzugehen. Das sehe ich hier auch tatsächlich. Das kann jetzt, wie gesagt, ein Projekt sein, was du ins Laufen bringen willst. Oder du möchtest ein Projekt beenden, weil du siehst, okay, es bringt mir nichts, es ist nicht in die Richtung gewachsen, wie ich das wollte. Und natürlich kann hier auch noch ein ganz neues Thema Arbeit reinkommen, was du noch gar nicht auf dem Schirm hast. Das hier ist ein Neuanfang, von dem du noch nichts weißt, der aber sehr positiv wird und du darfst hier wirklich das Vertrauen haben. Und mit dem Vertrauen mangelt es gerade noch ein bisschen, okay? Das ist ein Punkt. Also, dass du hier mit einem Kummer und einer Illusion aufräumst, das sehe ich hier auch. Und das ist dieser gigantische Wachstumsprozess, der hier stattfindet. Das Thema Loslassen kann hier auch eine Hürde sein, weil du an etwas hängst. Das Thema Loslassen kann tatsächlich für alle im Kartenbild, weil es in der Mitte liegt, eine große Herausforderung sein. Etwas loszulassen macht Kummer. Ein Rückzug, eine Trennung, das kann übrigens auch wieder bei deinen Kindern sein, wenn es nicht bei dir ist. Ja, es kann aber auch sein, dass eine Trennung, die in der Vergangenheit lag, sich hier noch auswirkt und so gewissen Komplikationen geführt hat, lange Komplikationen geführt hat. Und da wird jetzt Ordnung gemacht. Das ist ebenfalls gut möglich. Und wie gesagt, es kann auch mit einer Firma und einer Behörde zu tun haben oder mit einer Schule. Das Thema Schule beendet hier auf jeden Fall auch etwas, was mit Schuldgefühlen zu tun hat. Ich bekomme hier Schuldgefühle, die beendet werden rein. Und wisst ihr, was ich noch reinbekomme? Und das noch viel mehr als das Thema Schuldgefühle. Verantwortlichkeiten. Verantwortlichkeiten wegen einer. Hier haben Verantwortlichkeiten Kummer gemacht. Und diesen Kummer hat es gegeben aufgrund von Illusionen, von falschen Zielvorstellungen, von falschen Zukunftsvorstellungen.
Und hier kommt jetzt dieser Neubeginn rein. Also das hier ist mit Sicherheit etwas, was dir diesen Stress macht, weil du nicht ganz klar bist, ob es für die Zukunft passt oder ob es nicht passt. Ich habe hier, wie gesagt, die richtigen Entscheidungen liegen. Also lieber Krebs, du wirst die richtigen Entscheidungen treffen, definitiv. Ja? Auch wenn es dir schwerfällt, weil das es dir schwerfällt, sehe ich hier einfach aus gewissen Gründen etwas zu beenden. Also ich nehme hier tatsächlich auch eine recht anstrengende Zeit wahr im August. Und mich versöhnt ein bisschen die Blumenkarte als erstes. Kann auch sein, dass du hier eine Schwester hast, die mit einer Nachricht, einer Information reinkommt. Fällt mir gerade ein. Und dass bei einer Schwester hier gerade keine Veränderung stattfindet durch eine schicksalshafte Entscheidung. Und auch bei einer Schwester kann hier natürlich ebenfalls das Thema sein, dass hier an einem beruflichen Neuanfang vielleicht eine Erkenntnis reinkommt, aber der Prozess noch ein bisschen dauert, bis er reift. Und das könnte dann etwas sein, was plötzlich kommt, eine plötzliche Aktion, eine plötzliche Aktivität, die hier Thema wird. Wir schauen uns mal die Karten an. Dein Gegenüber liegt ja hier im Haus der Sense. Das Sense und Gegenüber oder überhaupt eine Personenkarte ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Sense einfach für gewisse Aggressivitäten steht. Da er aber nicht direkt dran liegt, also außer jetzt, weil ich das da hingelegt habe, kann es sein, dass dein Gegenüber plötzlich eine Idee hat, irgendwas Wertvolles an Investitionen machen möchte. Das sei bitte vorsichtig. Ja, denn der Fuchs sagt mir, da ist etwas nicht koscher, da passt irgendwas nicht. Also prüfe bitte ganz genau, wenn ein Gegenüber hier mit irgendeiner positiven Nachricht kommt. Ich habe fast so den Eindruck, irgendwie Hilfe und Unterstützung hier, aber da ist irgendwie, da beißt sich ein bisschen die, wie sagt man, die Katze in den Schwanz. Also hier ist eine Unterstützung angesagt, die aber eigentlich keine Unterstützung ist, das wird dir aber positiv verkauft. Also sei da ein bisschen vorsichtig. Es wäre auch klug, hier wirklich nicht jedem und allem zu vertrauen. Das sagen mir auch diese Karten hier in der Verbindung. Also hinterfrage das, also hol dir ein Wissen ein. Bei einer Behörde, bei einer Investition. Ein Hintergrundwissen, habe ich den Eindruck, wird hier gebraucht, um etwas, das sind diese Unklarheiten, die hier geklärt werden dürfen bei einer Investition, die mit einem beruflichen Neuanfang zu tun haben. Oder eine Ausbildung, eine Weiterbildung. Also hier wird mit Sicherheit noch etwas zu klären sein. Und da ist eine Herausforderung zu sehen auf Herzebene. Vielleicht braucht es den Mut hier. Also Mut bringt dir hier den Erfolg. Definitiv. Oder eine einflussreiche Person, das kann eine Frau sein, das können auch zwei sein, die hier ganz viel mit agieren. Der Bär kann auch ein Ahnenthema sein, dass hier jetzt etwas diskutiert wird. Es kann auch sein, dass hier ein,
Also jemand auf dich aufpasst sozusagen, im Hintergrund agiert und etwas so ein bisschen das Schicksal lenkt, ja. Die Bärenkarte steht auch für das Ahnenthema. Es sind Opa oder eine verstorbene Oma kann das auch sein, ja. Und wenn du einen Verlust hattest in der Vergangenheit, dann bist du gerade auch da am Arbeiten, am Bearbeiten dieses Trauervorfalls. Oder es kann sich hier auch um eine Trennung handeln. Also es muss ja nicht immer ein tatsächlicher Todesfall oder sowas sein, sondern es kann ja auch eine Trennung sein, dass da etwas in einem stirbt, ja. Und man da sich erstmal wieder rausarbeiten darf. Familiärerseits habe ich hier oder eine Herausforderung mitten im Haus habe ich hier auch. Das ist das Thema Stabilität und Sicherheit, was hier liegt. Und da kommt auch ein schicksalshafter Erfolg rein. Die Komplikation ist schicksalshaft. Diese Herzensblockade ist schicksalshaft. Das soll quasi gerade so sein, damit du wohl was lernst oder generell hier ist ein Lernprozess angezeigt. Aber habe keine Sorge, denn ich sehe ja, dass es hier auch gut ausfällt, ja. Die Entscheidungen und Lösungen, die hier mit dem Thema Arbeit zu tun haben oder etwas, was man von Herzen gerne machen möchte, da wird sich auch entschieden. Aber es hat noch so eine unschöne zweite Seite, sage ich mal. Und es kann gut sein, dass es mit dem Thema Geld verdienen zu tun hat. Dass entweder okay, ich habe wieder gegeben. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich diese Blockaden schon im Vorfeld bestmöglich auflösen für euch. Ich habe den Eindruck, dass ich hier schon, also Thema Geld etwas ist, wo einfach, wo man gewisse Dinge akzeptieren muss, weil es am Anfang vielleicht durch eine Ausbildung bedingt, entweder kostet eine Ausbildung, Weiterbildung viel Geld oder man verdient bei einer Arbeit nicht so viel Geld. Beides ist möglich. Aber es ist etwas, was du eben aus dem Herzen heraus gerne machen willst und dich dann dafür entscheidest. Und das ist diese schicksalshafte, wichtige und absolut positive Entscheidung. Und die wird dann auch zu dem führen, dass du eine Ernte einfährst. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden, meine lieben Krebse. Es war doch einiges, ja, was ich euch hier mitgeben will für den August. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare reinschreibt, ob das Thema hier beruflicher oder ja, Neuanfang ein Thema ist oder etwas loszulassen, womit du gerade mega Probleme hast. Und hier am Sondieren bist, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und ich hoffe, ich bekomme nur liebe Kommentare. Ich wünsche mir, dass es euch richtig gut geht im August, dass es ihr euch richtig gut gehen lasst, die Sonne genießt, ja. Die Sonne feiert, solange sie noch da ist. Und bevor der Herbst kommt und es wieder kühler wird. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für jeden Daumen nach oben, für jedes Abo. Ganz tollen Dank dafür. Und ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Zeit. Tschüss.